Def, was ist das hier? Da hinten ist so ein Feld. Das kann nichts Gutes bedeuten. Versuche ich. Okay, abgeschlossen. Was ist das hier? Oh ja, seht ihr das? Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn ja, trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Wo gehen Sie damit hin? Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Okay, ich werde schießen nicht ab, oder? Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. Na gut, schön. Berühren Sie's. Heben Sie's auf und stecken Sie's wieder rein. Jetzt mal ehrlich. Wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie's in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Das verrückte Ding kommt in keinem Testprotokoll vor. Okay, da bin ich stehen geblieben. Perfekt. Was ist das da oben? Lassen Sie das Ding und stehen Sie still. Denken Sie nach, wenn das Ding wichtig ist, warum weiß ich nichts davon? Ja, du verarschst mich, du lügst. Was sonst? Ah, wartet mal. Wenn ich da dieses eine Ding habe... Eins ist das Ding zumindest nicht. Es ist nicht Ihrs. Lassen Sie es liegen. Es ist halt nicht meins. Hören Sie mir überhaupt zu? Also jetzt fokussiert mich das Ding. Eins ist das Ding zumindest nicht. Es ist nicht Ihrs. Lassen Sie es liegen. Ich verstehe nicht. Was kann ich damit machen? Oh, ich gehe mal da hinten rein. Ja, ohne Strom kann es wohl kaum was machen. Das lege ich da raus. Oh, es hat sich bewegt. Oder? Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh. Wow, wow, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Okay, also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme.
finden. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, Sie Held. Mach das dahin und das dahin. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Okay. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Was war das? Was ist das? Das war's. Ich hab genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Was ist das? Da sind ja Zahlen drauf. Hier sieht ihr das aus. Mit deinen Beinen? Wie war das? Sagten Sie etwas? Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug geredet. Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist 10. Mir geht's bestens. Ich hab Sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was Sie nun tun. Tja, den Teil von mir haben Sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in Ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass Sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für Sie geben, eine große Party mit all Ihren Freunden. Ich habe Ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil Sie ihn getötet haben. Nicht kommen, weil Sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in Ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht auch... Mann, wie komme ich da hoch? Ich vergesse die ganze Zeit zu reden. Das ist so spannend, diese Kacke hier. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja, ich weiß es, aber Sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Also spare ich mir die Mühe. Nur ein Tipp. Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht. Okay. Verbrenne ich den hier noch? Oh Mann, das ist einfach falsch. So, okay. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Also... Wie lang? Sie nach hier gehen. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Also komm schon, wenn dieses Ding erstickt, dann müsste ich es doch gleich haben. Mann! Absolut ironisch gemeint. Ich kann es darin baden, es in die Nüsse reiben, mir in die Augen reiben. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer packt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie? Tja, Sie verschwenden Ihre Zeit. Komm schon, ich muss da hin. Ich nicht mehr viel zu verschwenden. Mann! Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben. Dann sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo! Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier auch. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliegen?
Draußen ist nichts mehr so gut, wie es früher war. Wenn sie dort wären, würden sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist... Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und denen stehe. Oder stand. Okay, was passiert jetzt? Gut, ich glaube, ich muss hier raus. Oder? Ich bleib hier. Das ist am sichersten. Was passiert jetzt? Komm schon, sagt das jemand. Was? Ich fliege nach oben? Passt zumindest meine Facecam. Sparsam. Was passiert jetzt? Das wäre interessant zu wissen. Okay. Thank you for assuming the party air code submission position. Ich werde irgendwo hingezogen. Wieder irgendwo drin. Das ist nicht sehr nett. Was passiert hier? Okay, da war ein Radio. Interessant. Was passiert hier? Sind das Teller? Oh, der Kuchen. Okay. Mann. Nein, das ist nicht gut. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me. I'm torn into pieces and threw every piece into a pile. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. That was a joke, haha, that chance. Vicious.